Die Pfarre Peuerbach war 1961 durch den Weggang von Pfarrer Stiegelmeier nach Pohling zur Bewerbung ausgeschrieben worden und am 12. November in der Person des bisherigen Pfarrers von Mauerkirchen, Klusat Sheikh Franz, neu besetzt worden. Schnell hat sich dieser Priester die Herzen der Peuerbacher erobert. Mit der Gitarre kam er zum Bürgerabend in damals so geschätzte Gasthaus Dullinge am Kirchenplatz. Das war etwas Neues. Von Pfarrer Klusatzek ist der Ausspruch überliefert. Jeden Tag, wenn ich in der Früh die Augen aufmache, danke ich Gott, dass ich in Peuerbach bin. Leider war seine Amtszeit die kürzeste. Schon nach 2 Monaten, am 16. Jänner 1962, wurde durch seinen plötzlichen Tod der gute Pfarrer den Peuerbach entgenommen. Der erst 54-jährige Franz Klusatzek wurde in der Marienkirche offen aufgebahrt. Während dieser 3 Tage staunten die Pfarrangehörigen nicht wenig über das so friedlich und lebendig wirkende Gesicht des toten Priesters. Der Pfarrer wurde in seine Heimat nach St. Georgen an der Gusen überführt und dort begraben. Das war damals ein schwerer Abschied. Der Noviziat Hötzelsberger Alois hielt an jenem Sonntag vor dem Pfarrgottesdienst die Aussegnung und Verabschiedung. Unter dem Geläute der Glocken fuhr dann der Leichenwagen über den Kirchenplatz hinauf, die vielen Gläubigen sahen ihm nach, mit Tränen in den Augen. Thank you.